So, wir haben neue Waffenslots, das heißt, ich kann jetzt eine. Was war eins? Ist ja ein Sturmgewehr. Habe ich da ein neues Sturmgewehr? Sag mal. Eigentlich müsste ich mal in das Ding gehen, aber ich glaube, ich habe gar nicht genug Sachen. Ich könnte theoretisch einfach mal bei den Credits gucken. Ich kann jetzt. Nee, wenn ich jetzt abbrechen drücke, dann landet er wieder. Genau, das ist jetzt blöd. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Ding. Das heißt, wie sieht es denn mit der Matok aus? Weniger Schaden, weniger Feuergeschwindigkeit, weniger Magazingröße, weniger maximale Munition, höhere Präzision und weniger Gewicht. Auch wenn ich das hier aus, wenn ich das hier dran mache. Die Bandok war eigentlich das stärkste Gewehr in Mass Effect 2. Aber hier scheinbar nicht mehr. Schade. Dabei liebe ich sie so sehr. Na gut. Schade. Die macht weniger Schaden, hat eine niedrigere Feuergeschwindigkeit. Niedrigere. Die ist halt präziser, ne? Die ist halt präziser, aber das bringt ja nichts, wenn sie weniger Schaden macht. So. Waffe 2 ist Carnifex. Waffe 3. Dann können wir ja ein Präzisionsgewehr nehmen, und zwar die hier. Und Waffe 4, Schrotflinte. Piranha! Pathfinder Deep Impact 1. 384 Schaden, 298 Schaden. 415 Schaden, Rusat 1. Gewicht 45, Gewicht 45. Ach, die Feuergeschwindigkeit. Mal gucken, Piranha. Kann ich hier auch neue Sachen? Ersatz, Thermomagazin. Reservemunition, Präzisionsgewehrgewicht. Verschlussgehäuse, Zielfernrohr. Piranha. Lauf 1. Nahkampfschaden. Schrotflintenreservemunition. Und den da müsste ich eigentlich austauschen. 311 Nahkampfschaden. Ein spezieller Bioverstärker, der in der Milchstraße ursprünglich von Adrim Labs hergestellt wurde. Erlaubt es einem Benutzer, seine Faust in ein Masseneffektfeld zu hüllen und einen Gegner mit gewaltiger Kraft zu attackieren, der diesen häufig ins Wanken bringt. 311 Nahkampfschaden. Das Ding ist eigentlich besser. Also eigentlich ist der hier besser, weil er 311 Schaden macht. Der macht 275 Schaden und der macht 226 Schaden, also am wenigsten Schaden von allen Nahkampfangriffen. Aber der friert die Gegner ein. Das heißt, ich kann da einen Betäubungsschuss drauf machen oder sowas. Also eigentlich ist der Relikthandschuh besser. Also der Kryo-Handschuh. Dann kann ich einen Betäubungsschuss drauf machen. Und dann sind die Gegner eingefroren. Beziehungsweise sie zerspringen. Kommt es zur Explosion. Was ist denn jetzt besser, die Piranha oder die Rusat? Ich würde jetzt sagen, die Piranha. Wegen der Feuerkraft, wegen der Feuergeschwindigkeit. So. Okay. Habe ich hier eine leichtere Pistole? Predator. So. Panzerung habe ich sowieso keine neuen, ne? Das ist immer noch das gleiche, alte. Minus 10% Waffengewicht plus 10% maximale Munition. Plus 10% Gegner, 4% maximale Schildleistung. Ne, da bleibe ich lieber bei dem. Und hier habe ich auch keine neuen Sachen, ne? Ne. Ne. Gut, Verbrauchsdinger. Brandmunition, Backup, Lebenserhöhung, Erhaltung. Trupp, Vetra und Korra. Jetzt wüsste ich zu gerne. Was hat er denn? Ach so, gar keine. Also sie ist ja irgendwie Biotikerin. Na, sie ist ja Biotikerin. Sie hat Schildbuffs für sich selber, er hat keine Ahnung. Sie ist dank ihrer Beweglichkeit kaum zu treffen, verfügt über die beeindruckende Fähigkeit, Gegner verwundbar zu machen und kann darüber hinaus mit ihren biotischen Angriffen mehrere Feinde gleichzeitig angreifen, vernichten. Also auch Biotikerin.
Also eigentlich müsste ich sie mal leveln und dann gucken. Ich kann sie ja unten am Boden immer noch austauschen. Leite Sinkflug ein. Kommt jetzt wieder verdammt? Die Werte passen. Alles ruhig. Ah, okay. Diesmal nicht. Salü. Also. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HNS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Wo denn? Ach, da oben. Aber da komme ich doch gar nicht hin. Oder? Das müsste dann da oben sein. Da vielleicht? Kümmern wir uns gleich mal drum. Aber erstmal. Hä? Was redet denn da? Erstmal, genau, hier Fähigkeiten. Erstmal muss ich. Ach, der ist schon wieder gelevelt. Alter, das ist doch unglaublich. Wir leveln ständig. Wir leveln ständig. Schadenswiderstand, weniger Gesundheit 200. Regenerationsversorgung. Schadenswiderstand, Entdeckung 100. Ich bin relativ oft in Deckung. Also machen wir das. So. Dann haben wir das voll. Korra. Vetra. Ach, ich kann jetzt gar nicht. Das ist ja doof. Forschungszentrum. Ich würde so gerne die Revenant freischalten, aber das Ding ist, ich habe gar nicht genug Kupfer, um die überhaupt zu bauen. Und ehrlich gesagt würde ich ganz gerne Panzerung freischalten, aber ich habe auch hier wieder überhaupt nicht genug, oder habe ich genug? Nee, ich habe immer noch nicht genug Titan. Ja. Also das heißt, ich muss jetzt jedes einzelne Squad-Mitglied durchgehen. Also nehmen wir mal sie, ihn mit und dann sie, um zu gucken, was für Fähigkeiten sie haben. Der muss immer neu laden, wenn wir die Dinger wechseln. Interessant. So, Drag hat Blutrausch. Ja, das kennen wir von jedem anderen Kogana-Mitglied in der gesamten Mass Effect-Reihe und von dem typischen Krieger eben auch. Verbrennung. Feuert ein Projektil aus verdichtetem Plasma ab, das dem Ziel anhaltende Verbrennungsschaden zufügt und Bonusschaden gegen Panzerung verursacht. Anfällig für Kombo-Detonationen. Auf Gegner, die Schilde geschützt sind, hat die Verbrennung keinen Effekt. Flakkanone, koganischer Krieger. Ja, machen ihn schwerer und. Ja, genau. Das ist wieder. Sie? Invasion. Pibi hackt sich in die Kampfanzüge ihrer Gegner und infiziert sie mit einer invasiven VI, welche die Verteidigung des Gegners schwächt. Pibi wendet ein negatives Macht. Was wird da? Ja, gut, sie kann Gegner anziehen. Beschießt Gegner mit einer kaskadierenden Säule biotischer Explosion. Verbessert Pibis Angriffsfähigkeit. Und auch hier wieder für sie selber. Ups, das wollte ich nicht. Okay, also Korra muss auf jeden Fall mit. Denn sie hat ja diese Escort-Fähigkeit. Und ich könnte ja mal sie mitnehmen, weil sie ist ja eine Biotikerin und Biotiker sind eigentlich ganz lustig. Das Problem bei Biotikern ist halt, sie können, also ziehen zum Beispiel, kann sie nicht gegen, ich glaube, sie kann es nicht gegen Gegner mit Schilden einsetzen, ne? Das ist seit Mass Effect 2 so gewesen. Früher bei Mass Effect 1, da waren Schilde noch egal. Da konnte man biotische Fähigkeiten gegen alle Gegner einsetzen, egal ob sie Schild hatten oder nicht. Und seit Mass Effect 2 schützen Schilde vor Biotik. Ich nehme an, das ist hier auch so. Aber ich werde sie wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, weil sie ist halt
nur für sich selber, also sie verstärkt sich selber. Er macht auch sich selber stark. Er ist halt Damage-Dealer irgendwie und sie ist auch irgendwie, aber sie kann halt die Gegner schwächen. Sie geht mir zwar voll auf die Nerven, aber das ist ja egal. Nehmen wir sie einfach mal mit. Hat Korra unterdessen eigentlich schon ihren Schildschub, genau, ihren Schildschub. Anfänglich wiederhergestellte Schilde 525, regenerierte Schilde pro Sekunde 50, Dauer der Schildregeneration 3 Sekunden, 16 Effektradius, 15 Aufnahme, genau. Also von allen von Fähigkeiten her ist Korra irgendwie die nützlichste. Finde ich. Schon mal gesagt, das ist irgendwie so wie Miranda in Mass Effect 2. Miranda in Mass Effect 2 war auch die nützlichste von allen. Ich glaube, ich mache jetzt mal den Helm aus. Also ehrlich, ich mache jetzt mal den Helm für uns aus. Das sieht irgendwie doof aus, wenn wir als Einziger mit Helm rumrennen. Das war bei Gameplay. Riders Helm aus in Gameplay umgesprochen. Genau, die haben wir doch. Ach, sie haben wir doch aus dem Kryo geholt, genau. Pathfinder? Dark Etervian. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür. Aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exostudien, aber in einem früheren Leben war ich Taktikexpertin. Wenn ich die Cat auf diesem Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die Sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Ja, okay. Das heißt, wir müssen wieder von Eos runter. Gut, das machen wir dann wann anders. Karte! Genau. Und Pflanzenproben sammeln, Steine sammeln. Hat sich die radioaktive Strahlung unterdessen schon insoweit verzogen, dass man jetzt normal rumlaufen kann? Da hinten steht Bradley. Wir sollten ja mit ihm reden, sobald wir wieder zurück sind. Wenn ich mich nicht irre. Die Nexus wartet bestimmt schon auf Sie, Pathfinder. Und nur keine Sorge, wenn Sie wieder zurückkommen, wird sie auf Eos noch mehr erwarten. Okay. Wir reden ein andermal. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Dann eben nicht. Ich habe jetzt gedacht, wir... Okay, dann... Ja, weil ich doch schön auf der Nexus war, weißt du? Na gut. Dann nehme ich mal auch nicht an, dass sich die radioaktive Strahlung schon verzogen hat. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Stufe 3. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Also wenn ich keine nicht irgendwie... kritischen Strahlungswerte registriert. Also wenn es nicht irgendwo ein Nomad Ding gibt, bei dem man eine Nomad-Verbesserung gibt, die ihn mehr Strahlung aushalten lassen kann, muss ich hier irgendwann nochmal hin, wenn sich die Strahlung verzogen hat. Guck mal, hier hinten muss ich noch hin. Aber das sieht auch aus, als ob es da irgendwie woanders wäre. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Was meinst du, warum ich das Ding aufgemacht habe? Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Danke, Captain Obvious.
Strahlenbelastung liegt innerhalb. Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Was? Wo denn? Die Strahlenbelastung nimmt zu. Das ist eine Höhle. Ah. Ups. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Wo haben Sie die denn her? Das spielt keine Rolle. Wir werden sie jedenfalls nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Shotgun, dafür haben wir die ja. Ach, vollautomatisch. Genau, ist ja die Piranha. Und Sniper. Wir müssen nur noch zielen lernen. Naja, nicht wirklich. Ich hab gesprayt. Ah, ein Sturmgewehr. Cadmium, Cadmium. Cadmi, Cadmi, Cadmium. Ey, die haben wirklich ganz viel Ausrüstung von uns. Was soll denn das? Die sind immer noch Gegner? Wo denn? Ach, da hinten. Ich sehe keinen. Da hinten irgendwo müsste ein Gegner sein, aber ich sehe keinen. Ach, du schon wieder. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja, die haben die Waffen weggestellt, das war. Gesteckt, das war's. Ein wenig Cadmium. Abspielung Audiolog, ah. Lothen Nikeron, Salariana. Dirane R11 Olor. Ich brauche Hilfe. The Toad Nairo. Zoget. Ist das der Typ, dem Sie folgen? Kein Wunder. Was? Der Salarianer hat die Sprache der Cat gesprochen, oder wie? Oder der Cat hat die Salarianer verhört. Da wissen wir auch schon, von wem die Absturzkapsel ist. Ich nehme an, das heißt, der salarianischen Arche geht es auch nicht so gut, wenn wir eine salarianische Kapsel gefunden haben. Die müssen wir aber noch scannen. Cadmium. Cadmium, ja, ja, Lebenshaltung niedrig.
Sie haben sie offenbar gefunden, während sie durchs All getrieben ist und dann hierher gebracht. Ich kann ihre Ursprungsposition nicht bestimmen, Pathfinder. Aber die Arche könnte noch intakt sein, wie die Hyperion. Hoffen wir's. Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor, Pathfinder. Das weiß ich. Gut, mehr gibt's hier nicht. Nur eine Rettungskapsel. Okay. Ich habe die Höhlen hier noch nie gemocht. Zu viele Karkens, die einem in den Schlafsack krabbeln. Falls nötig, könnten diese Höhlen den Leuten eine sichere Zuflucht bieten. Ich behalte die Ecken im Auge. Ah, Gefahrenstufe 3. Gut. Also wieder umkehren. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Wie kommt der immer nur darauf? Zwar diese Ruinen und auch auf der Karte ist jetzt wieder hier so ein interessanter Ort verzeichnet, aber der ist wieder nicht blau. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Das heißt, wir kommen auch hier nicht hin und hier auch nicht hin. Aber hier könnten wir hinkommen. Da machen wir schnell Reise. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Ja, Erosionen und was. Ich orte eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Dr. Camden könnte damit etwas anfangen. Ja, richtig. Der Gärtner. Botaniker, Pathfinder. Das ist ein großer Unterschied. Ah, da. Heliosflora, vorläufige Klassifizierung Neolecta riftira. Andere eingetragene Namen: Schlauchwurmpilz, Trompetenpflanze, Nährwertgehalt hoch. Diese Pilze absorbieren Mineralsalze und müssten daher angenehm schmecken. So, das wäre das. Dann hätten wir hier noch eine Ruine, mit der wir nichts anfangen können. Hier noch ein Händler, theoretisch. Aber ansonsten war es das mit EOS wieder mal. Ja. Empfing auf EOS aufstellen geht momentan nicht. Hier wird Andromeda scannen. Kettlager im Pythios-System finden. Leichnam der Kolonisten finden. Und scannen. Haben wir fast alle gefunden, aber noch nicht ganz alle. Ist das ein Baum? Kann man doch bestimmt wieder scannen, oder? Genau. Immer die Lichter in Anlage 2 angesehen. Aber eines Nachts war da nichts mehr. Warum wohl? Sieht nach Pibis Technologie aus. Ugh, meine früheren Studien sind so peinlich. Sie sind total veraltet.
Das heißt, wir können hier nichts hiermit anfangen. Oh, das wollte ich gar nicht. Beständigkeit, Versprechen. Sieht mir eher nach Tod und Verhungern aus. Okay, ich weiß schon mal, wer unserem nächsten Außenposten nicht seinen Namen geben wird. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht darunter. Also, wohin ich eigentlich wollte, war da oben. Also da hinten. Hier irgendwo. Da war nämlich ein Baum. Und einen Baum finde ich interessant. Ich weiß nicht wieso. Aber Baum sieht interessant aus, weil normalerweise sehen wir hier keine Bäume. Also nicht wirklich. Wir sehen nur diese komischen Sträucher überall. Aber einen richtigen Baum nicht, ne? Nur diesen komischen blauen Gummibaum. Ja genau, diese komischen blauen Gummibäume hier. Heilung ist ein langwieriger Prozess. Das hier war eine harte Lektion für uns. Eine Lektion, die wir nie vergessen dürfen. Ich mag es überhaupt nicht, hierher zurückzukommen. Ja, vielleicht richten wir einfach dein Zuhause hier ein. Sorgen einfach dafür, dass deine Rettungskapsel hier abstürzt. Was hältst du davon? Einfach um sie zu ärgern. Nein, das wäre fies. Das wäre fies. Du musst doch noch hoch, oder? Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Und hier ist noch eine Quest. Aha! Genau, Baum! Siehst du? Ganz normaler Baum. Was macht ein ganz normaler Baum hier? Oder gibt es hier öfter ganz normale Bäume? Na gut, da sind auch normale Bäume. Die Chefingenieurin. Log-in-Chefingenieurin Grace Leto. Neuer Eintrag, letzter Eintrag. Ich schließe Sammelpunkte Delta und erkläre die Evakuierung für abgeschlossen. Keiner der Verbliebenen antwortet. Ich habe ihn geschworen. Pause. Fortsetzung. Genug davon. Ich konnte nicht mein einziges Projekt fertigstellen, um sie zu retten. Dieser Felsbrocken hat uns besiegt und ich akzeptiere meinen Teil der Schuld daran. Ich werde im letzten Shuttle sitzen. Wahrscheinlich geht's dann wieder in den Kälteschlaf. Ich werde keine Belastung sein, wenn das Ende ist. Aber falls es einen Weg gibt, zu beenden, was wir begonnen haben, komme ich zurück. Hier spricht Chefingenieurin Grace Leto E97 Durango out. Verzeichne Kryokennung der Initiative E97 Durango. Chefingenieurin Grace Leto. Sie war die Letzte, die evakuiert wurde. Sie ist Risiken eingegangen, aber es hat nicht funktioniert. Genauso wenig wie alles andere. Trotzdem ist sie gegangen. Einige von uns haben es weiter versucht. Aber du hast es doch nicht weiter versucht, die Kolonie aufzubauen, Bibi. Mach dir doch nichts vor. Du bist doch nur geblieben, um deine komischen Relikte zu untersuchen, von denen du keine Ahnung hast, was sie eigentlich sind. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu tun. Wir haben jetzt wieder eine neue Quest, dass wir irgendwas auf der Nexus machen sollen. Ansonsten gäbe es hier noch ganz viele Ressourcen zu sammeln, theoretisch, aber sonst gibt es hier wirklich nichts zu tun. Ich finde den Baum interessant. Hier steht einfach mal so ein Baum. Ja, da steht einfach mal so ein Baum. Ich meine, da unten sind auch zwei Bäume. Die sind mir vorher nicht aufgefallen. Aber gut. Dann zurück zu Tempest. Sind im Steigflug. Ach so, ich wusste gar nicht, dass ihr im Steigflug seid. Atmosphärenaustritt erfolgt. Salarianer halt, ne? Wir reden besonders schnell. So. Ryder. Kello. Hallo. Logbuch. Genau. Das müssen wir per Galaxiekarte machen.
Wir sind eigentlich so weit mit Eos fertig. Wir haben noch ein paar Nebenquests auf Eos, aber die können wir derzeit nicht erledigen. Da muss erst die Strahlung zurückkehren. Sonde unterwegs. Genau, erhalte Scandaten. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Okay. Ha! Da sind ja tatsächlich welche. Unsere turianische Freundin auf Eos hat gute Instinkte. Sehen wir uns das mal an. Und dann zur nächsten. Mögliche Cat-Vorräte, genau wie Darket es vermutet hatte. Jo. Damit wäre die Aufgabe abgeschlossen. Und dann gäbe es hier nichts. Das wär's dann auch im Grunde wieder. Also, wir sind hier. Das haben wir 100% abgeschlossen. Pfeiffer 100%. In Nexus haben wir momentan nichts zu suchen. Dann reisen wir ins nächste System. Onaon. Eine hoffnungsvolle Spur. Also von allen Let's Plays, die ich bisher gemacht habe, ist Andromeda mit Abstand das ruhigste irgendwie. Hat auch seine Action-Sequenzen, aber hauptsächlich... Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du Kollision helfen? Steht bevor. Und ich rede von Ruhe, halt. Von Ruhe, ne? Ich hätte gerne Bewaffnung. Kettschiffe, ein Dutzend. Nein, mehr. Ich dachte, wir haben gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Ich dachte, wir haben ein Tarnfeld. Wo ist der die Relikte aktiviert hat? Was? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte. Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Jetzt bin ich sauer. Also wirklich, man bezeichnet mich doch nicht als dumm. Sie können doch kein Schiff kapern, weil Ihnen gerade danach ist. Für wen halten Sie sich eigentlich? Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Wir sind die Borg, oder was? Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello! Ja! Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil,
Tun Sie Ihr Bestes, wir gehen runter.